herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Heute schauen wir uns mal den Fall an, wenn man jetzt auch vom Fairway aus maximale Länge braucht, zum Beispiel um ein paar Fünfen im zweiten Schlag zu erreichen. Und da probieren wir einfach mal, was mit einem Holz 3 passiert und was mit einem Driver passiert. Driver vom Boden natürlich. Wir haben den Jonas jetzt mal auf 234 Meter bergauf gestellt. Gut verteidigtes Grün. Da muss man erstmal hinkommen. Und ja, wir wollen halt einfach mal schauen, wo jetzt genau die Unterschiede liegen. Beim Jonas wohlgemerkt, das ist beim anderen Spieler vielleicht etwas anders. Vor allem, weil so ein Driver vom Boden eher ungewohnt ist und man das nicht alle Tage macht. Ja. Genau, also ich mache das zum Beispiel überhaupt nicht. ich bin nur eigentlich immer ganz happy mit meinem Holz. Für mich ist das etwas genauer, aber wir testen es heute einfach mal aus. Die Balllage ist eigentlich bei uns hier auf der Matte ganz gut. Das heißt, man kommt eigentlich relativ gut unter den Ball. Ja. Ja. Okay, dann schauen wir jetzt mal mit dem Sim 2 Titanium Dreierholz mit 15 Grad. Genau. Das wäre jetzt so ein Holz, was für dich ziemlich sicher passt. Ja, der Schaft ist ein Tick zu weich, aber ansonsten wird das ganz gut passen. Ne? 234 Meter, es geht bergauf. Ja, kein schlechter Start, schöner Draw ins Ziel. Gute Eagle-Chance. Ja. Der war nicht sauber getroffen, aber geht trotzdem noch. Ja, die sind schon durchaus okay, also 14 Grad Lounge, 3-4 Backspin. Ja, es ist halt gar nicht so einfach, da mit dem zweiten drauf zu kommen. Machen wir noch einen. Er war schlecht getroffen. Okay, dann wechseln wir mal auf den Driver. Wir haben jetzt hier einen Sim 2 Max Kopf mit 10,5 Grad. Ja. Also schon die freundliche Variante. Ja, also normalerweise spiele ich 9 Grad, aber ich muss den ja irgendwie etwas in die Luft bekommen. Ja, und der Max, der hilft dir da auch nochmal ein bisschen. Der hilft da auch nochmal. Ja, es ist direkt halt sehr, sehr ungewohnt. Also man steht weit weg vom Ball. Ich mache das ja normalerweise nie, deshalb ist es so ungewohnt. Probieren wir einfach mal. Ja, der Lounge ist direkt flacher. Ich habe jetzt so nicht 100% Gas gegeben. Ich muss ja da schauen, dass ich den Ball treffe. Ja, also es ist echt schwer, den zu kontrollieren. Ich komme schwer unter den Ball. Wenn jetzt so ein Tick aufgeteet wäre, dann würde ich mich viel leichter tun, aber... Ja, der war gut getroffen. Ja, aber... Ob du mir rausholst? Das Holz war schon gut. Der war schon gut. 11 Grad Lounge, 3000 Spin. Der war auch gut getroffen. Zieh! Also er geht auf jeden Fall ja, nicht Carry länger deutlich wie das Holz. Kürzer. Der hat ja jetzt einfach guten Roll gehabt. Boah, aber echt viel, viel schwieriger zu treffen. Aber wenn er jetzt so ein bisschen höher legen würde, dann würde es, glaube ich, leichter, ja. Dann würde es auch weitergehen. Aber ich merke halt immer, dass ich ihn sehr, sehr weit unten treffe. Und damit... Okay.
Okay. Okay, also hier sind jetzt wirklich ein paar sehr interessante Dinge passiert. Zum einen schon mal die Schlägerkopfgeschwindigkeit, die eigentlich identisch ist, was natürlich echt ungewöhnlich ist, weil du natürlich einen längeren Schaft mit dem Driver hast, aber was ja verständlich ist, weil du den Ball einfach ja, treffen willst, vorrangig, und mit dem Driver einfach da echt Gas rausnimmst. Also das ist wirklich kein Wunder, geht bei mir auch so. Ich schlage den Driver vom Boden, kann ich auch nicht schneller schlagen, schneller schwingen. Und von der Efficiency, also wie effektiv die Schlägerkopfgeschwindigkeit in Ballgeschwindigkeit umgesetzt wird, haben wir mit dem Fairway-Holz sogar mehr, was auch komplett ungewöhnlich ist, weil man normalerweise der Driver auf maximale Efficiency ausgelegt ist. Das heißt, der Wert müsste eigentlich höher sein beim Fairway-Holz, aber das liegt ganz einfach nur am Trefferbild. Hier sind die Relationen jetzt nicht ganz stimmig, aber von der Höhe her passt es. Also du hast das Fairway-Holz einfach mittig sauber getroffen und den Driver einfach tendenziell wirklich in der untersten Rille. Und das erklärt dann eben auch, wie du vom Launch her da mehr als 4 Grad Unterschied erreichst. Also der Ballflug ist mit dem Driver viel, viel flacher und du hast eben auch etwas mehr Backspin. Driver normalerweise so eher 2, 2, 5 und hier haben wir jetzt 3, 8 Backspin, also das ist schon viel. Und das liegt einfach daran, dass du einfach den Driver so niedrig getroffen hast, so dünn, da generiert man einfach so viel Backspin. Ja, genau. Also das hat sich ja so angefühlt. Ich glaube, so ein richtig gut getroffener Driverschlag war eigentlich genauso weit wie jetzt so das Holz. Aber im Durchschnitt, wir machen ja immer mehr Schläge wie jetzt direkt vor der Kamera, sind die einfach ja, schlechter gewesen und somit geht der Ball kürzer. Es ist halt viel ungenauer in dem Moment, wo ich weiter weg vom Ball stehe. Bedeutet immer, dass ich einen Ball nicht so sauber treffe. Mir kommt es sogar so vor, als hätte ich einen Attack Angle eher so ein bisschen steiler machen müssen, dass ich besser am Ball komme. Also hat sich so angefühlt und dann bin ich auch besser zum Ball gekommen. Aber ja, es war einfach viel, viel seltener. Ich glaube, ich hatte einen Ball oder zwei mit dem Driver auf dem Grün. Und ja, mit dem Holz habe ich einfach viel mehr Kontrolle gehabt und ja, war für mich angenehmer zu spielen und ja. Auch länger. Es kann natürlich sein, dass bei anderen Bedingungen, wenn der Ball etwas höher liegt oder draußen, wenn das vor allen Dingen, wenn es auch weicher ist, wenn der Boden weicher ist, dass man da ja nochmal mehr rausholen kann. Aber bei uns hier Indoor jetzt war es auf jeden Fall nicht der Fall und ich mache es draußen auch relativ selten. Vielleicht auch, ist da meine Spielstärke einfach nicht stark genug. Naja, man muss halt deutlich sagen, es ist halt ist erstens individuell und zweitens kommt es jetzt auch auf die Bedingungen drauf an. Also wenn ich jetzt gegen den Wind so ein Grün anspielen müsste, dann wäre ich mit so einem Ballflug mit dem Driver eben hätte ich viel größere Chancen. Ich kann den Ball viel besser unter dem Wind halten und das Fairway-Holz würde einfach steigen, steigen, steigen und entsprechend schnell wieder fallen und der Driver würde eher sich durch den Wind schrauben und auch ganz gut Länge machen. Wir haben jetzt hier keinen Wind eingestellt, also einfach alles Laborbedingungen und da kann man jetzt definitiv nicht sagen, dass du jetzt mit dem Driver mehr Länge rausholen hättest können. Also Carry-Länge sowieso nicht und insgesamt dann auch nicht. Also Ja. Ah, also für mich eher nichts. ja, aber kann für jeden anders sein und es kommt ja auch auf den Schwung drauf an. Ich meine, du hast tendenziell auch ein bisschen mehr. Was ich auch mache mit dem Driver vom Boden, dass man einfach eher ein bisschen von außen ein bisschen versucht, steiler zu schlagen und dann hast du eher so ein Fade und dein typisches Spiel ist eigentlich so ein Draw, was wir mit dem Holz gesehen haben. Da holst du eben auch mehr Länge raus. Das heißt, das Holz ist einfach viel effektiver und passt jetzt für dich einfach besser für so einen Schlag. Okay, dann ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.